schreibt hier jemand, dass er eine Finanzierung für eine Eigentumswohnung nicht bekommen hat, weil in der Wohnanlage mehr als 24 Wohneinheiten sich befinden. Exakt, auch das kann wieder ein Fehler sein. Das heißt, es gibt durchaus Banken, die sagen, wir finanzieren nur kleinere Objekte. Oder Banken sagen auch, okay, in dieser Anlage, zum Beispiel von 24 Einheiten, haben wir schon 8, 9 Wohnungen finanziert. Dann sprechen die Banken von einem sogenannten Klumpenrisiko. Das heißt, wenn dort also mehrere Wohnungen gleichzeitig versteigert werden, dann sieht die Bank die deutliche Gefahr, dass sie diese Wohnung nicht verwerten kann. Und deswegen lehnt sie dann eine Finanzierung zum Beispiel auch ab. Also, Fehler vermeiden, nur Zinssätze vergleichen, sondern man muss eben auch gucken, ob diese Banken überhaupt ein solches Objekt finanzieren. Entspannter Bereich ist in der Regel als Tipp, wenn das an eine Anlage mit irgendwo 6 bis 10, 12, 15 Immobilien oder Wohnungen ist, dann sollte das in der Regel kein Problem sein.